Das gelbe X steht für Widerstand. Eine ganze Region wehrt sich gegen Atommülltransporte, gegen die Castor-Behälter, gefüllt mit radioaktiven Brennstäben. Die Botschaft? Wir stellen uns quer, immer wieder, x-tausendmal, wenn es sein muss. Auch diese Schilder sind schon beim letzten Castor-Transport zum Einsatz gekommen. Der Landwirt Adi Lamke ist längst in Pension. Seine Traktoren hält er dennoch weiter in Schuss, damit auch den nächsten Castor blockieren kann, gemeinsam mit den anderen Bauern im Wendland. Wir werden wieder versuchen, ihn zu verhindern. Wir werden uns nicht von der Politik erzählen lassen, wir dürfen nur uns an der Straße hin, also 50 Meter von der Straße hinstellen und du machen. Das lassen wir uns nicht erzählen. Einen Traktor hat er schon geopfert. Beim letzten Einsatz gegen den Castor ist das Getriebe kaputt gegangen. Dafür gibt es jetzt ein Anti-Atomkraft-Mahnmal im Garten. Daneben die Reifen, die Polizei damals zerstochen hat. Adi Lamke wehrt sich seit über 20 Jahren, seit ein Salzbergwerk in Gorleben, ganz in der Nähe, als Endlager für radioaktiven Sondermüll ausgewählt wurde. Ob Gorleben wirklich zum Endlager wird, steht noch nicht fest. Ein Zwischenlager gibt es schon mit 8 Castoren. Ihr Inhalt? Hochradioaktive Reststoffe, verschmolzen zu Glasblöcken, in Stahlzylindern verschweißt. Bald sollen die nächsten 6 Behälter hier eintreffen. Doch den Atomkraftgegnern gelingt es immer wieder, die Polizei zu überlisten. Im Morgengrauen besetzen Greenpeace-Aktivisten den Funkturm im Zwischenlager. Die Aktion dauert fast 10 Stunden. Die Kletterer werden festgenommen. Hausfriedensbruch, sagt das Gesetz. Gerechtigkeit ist was anderes. Sie reden immer nur vom Recht. Die Wendländer protestieren heute wie damals, obwohl die neue rot-grüne Regierung inzwischen den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen hat. Gucken Sie doch nicht so böse, ich tue ja nichts. Nee. Doch das letzte Atomkraftwerk soll erst in 30 Jahren vom Netz gehen. Bis dahin wird weiter Atommüll produziert und, so fürchten die Wendländer, bei ihnen vor der Haustüre zwischengelagert. Ich mache meistens an Sitzblockaden mit. Wichtiger finden, dass wir was fürs Leben tun, als diese Geschäft- und Profitmacherei. Deutschland, wenn ich am Sonntag so in die Kirche komme und predige, da hört mir doch überhaupt keiner mehr zu. Der Österreicher arbeitet hier seit vielen Jahren als evangelischer Pfarrer. Sie alle wollen den Castor verhindern, auch wenn ihn diesmal ein grüner Minister losschickt. Trittin hat im Maul und Planleuche. Bei den Castor-Protesten vor 4 Jahren waren die Grünen an vorderster Front dabei. Sie haben ihre Wurzeln in der Anti-Atom-Bewegung. Jürgen Trittin ist damals auch mitmarschiert. Wir genehmigen Transporte, wenn sie notwendig sind. Als wir uns für den Konsens entschieden haben, wussten wir alle, dass an Rücktransporten kein Weg vorbeiführen würde. Jürgen Trittin, einst und heute. Von einer Castor-Blockade will er nichts mehr wissen. Die Transporte verteidigt er als Teil des Kompromisses über den Atomausstieg. Die Grünen probieren den Spagat zwischen Regierungspolitik und den Erwartungen der grünen Basis. Ich habe beobachtet, wie diese Jubelhaltung vieler Spitzengrünen zu diesem Kompromiss den Graben zur Bewegung oder auch zu den Umweltverbänden immer tiefer gemacht hat. Wenn in dieser Atomdebatte die Grünen völlig anders sich positionieren als die Lobby, die einzige Lobby, die sie haben, dann werden wir da niemals Ziele erreichen können. Bisher waren die Grünen im Wendland besonders erfolgreich, mit Wahlergebnissen von 25% und mehr. Wenn dieser Transport rollt, wird es natürlich auch einen Gesichtsverlust für einen Minister geben, der sagt, wir sollten lieber zu Hause bleiben. Aus den Sandsäcken soll ein symbolischer Schutzwall gegen die radioaktiven Strahlen werden und eine ganz handfeste Castor-Blockade. Die Polizei ist misstrauisch. An die vielen Demonstrationsverbote werden sich die Wendländer auch diesmal nicht halten. Es hat was mit David gegen Goliath zu tun oder dem gallischen Dorf, das sind die Wendländer. Es liegt natürlich auch daran, dass wir hier in der Bevölkerung einen riesen Rückhalt haben. Wir sehen ja, wer hier schippt. Ja? Und das macht Mut, vielen anderen Menschen auch Mut, Flagge zu zeigen und auf die Straße und auf die Schiene zu gehen. So haben die Atomkraftgegner auch den letzten Castor-Transport aufgehalten, viele Stunden lang. In der Nähe des Dorfes Quickborn trifft die Polizei auf gewalttätige Autonome. Doch die allermeisten Castor-Gegner protestieren friedlich, mit Sitzstreiks und mit Traktorblockaden.
Solange, bis die Polizei die Nerven verliert, prügelt und Reifen zerschneidet. Der Imageverlust wirkt bis heute nach. Deshalb gehen besonders geschulte Polizeibeamte seit Tagen von Haus zu Haus. Es ist diese Angst, es sind nicht nur die Demonstranten, die randalieren, es ist auch die Polizei, die gewalttätig wird. Ne? Irgendwie muss sie sich auch sagen, hier bin ich bin der Obermacker und ihr habt zu horchen. Ne? Und, ich hoffe, dass wir weniger Gewalt haben als im Jahr 97, dass wir das etwas minimieren können. Dass wir natürlich einen gewachsenen Widerstand, der hier seit über 20 Jahren entstanden ist, nicht innerhalb von wenigen Wochen auflösen können, ist ganz klar. Wir sind von der Polizei, von dem Konfliktmanagement. Die Konfliktmanager suchen das Gespräch. Okay, alles klar, danke. Entschuldigung. Nicht immer erfolgreich. Hier wird die Polizei erst gar nicht vorbeischauen. Der Biolandwirt Manfred Ebeling gehört seit 20 Jahren zur Anti-Atom-Bewegung im Wendland. Als viele seiner Mitstreiter frustriert die Grüne Partei verlassen haben, ist er eingetreten. Den Atomkonsens hält er für den richtigen Weg, auch wenn er weiß, der Ausstieg wird dauern. Ich träume davon, dass der Salzstock in Gorleben kein Endlager wird. Deshalb wird sich Manfred Ebeling auch diesmal wieder querstellen. Egal, welche Regierung einen Castor ins Wendland schickt. Wenn der Castor kommt, bin ich sicherlich auf der Transportstrecke. Und nach Möglichkeit auch mit meinem Schlepper.